Unsere neuen Rekruten haben im Stillen über eine Gruppe Pandaren gesprochen, die sie als Shadowpan bezeichnen. Allem Anschein nach sind sie sehr stark und geheimnisvoll. Was auch immer hier am Kundelei geschieht, eines steht fest. Um unsere Stellung in Pandaria zu festigen, sind wir auf ein Bündnis mit diesen Shadowpan angewiesen. Ja, wir hatten doch schon Kontakt mit denen. Hm, du auch? Da war doch dieser eine, der dich zur Rede gestellt hat und gesagt hat, er will mit uns nichts zu tun haben, hm? Und genau da kommt ihr ins Spiel. Gerüchten zufolge haben sie im Südosten eine Basis in der Nähe vom Feuerzweigwinkel. Begebt euch dorthin und schmiert ihnen ordentlich Honig um den Bart für die Horde. Hm. Da bin ich mal gespannt, ob mir das gelingt. Beobachtet euch. Aber wir sind hier nicht fertig, hier sind noch Ausrufezeichen. Berichtet mir von euren Reisen. Den Text kennen wir schon. Ja. Möge der rote Es gibt hier draußen noch eine weitere Siedlung der Pandaren, das Gehöft Morschusbranke. Leider weiß ich nicht, ob es ihnen gut geht. Die Jaungol-Invasion hat uns alle ziemlich auf Trab gehalten. Ihr wart uns schon eine so große Hilfe, vielleicht könnt ihr ja noch nach ihnen sehen. Reist zum Gehöft Morschusbranke. Okay, und der schickt uns wahrscheinlich auch irgendwo hin. Diese Dinge sind die wichtigsten. Normalerweise kommen Tendler Ski zum Kunlei-Gipfel, um mit den Jinyu und Grummel Geschäfte zu machen. Wir haben gehört, dass er nicht in Binan gewesen sein soll und wir haben ihn auch hier nicht gesehen. Ich mach mir Sorgen, vielleicht ist ihm eher irgendwas zugestoßen. Könntet ihr am Tintenkiemenweiher nachsehen? Möglicherweise ist er ja dort. Möget ihr eure Leidenschaften beherrschen lernen. Wir haben Nachricht davon erhalten, dass die Shadowpan mit einem Gegenangriff auf die Tonglong-Steppe begonnen haben. Es hört sich an, als wollten sie dem Ursprung der Yaungol-Invasion auf den Grund gehen. Die Pandaren haben seit Jahrtausenden von Jahren keine Streitkräfte in die Tonglong-Steppe geführt. Die Shadowpan sind stark und mutig, aber sie sind auch stolz und nur wenige. Sie werden die Hilfe von Helden wie euch benötigen. Könnt ihr durch das Tor von Winterblüte im Nordwesten reisen, um die Anführer der Shadowpan zu finden und ihnen eure Hilfe und Erfahrung anzubieten? Ich kann's versuchen. Möge der rote Kranich für immer in eurem Da hinten ist noch irgendwo was. Ah, Kirin. Einer der Grummel kam vorbei und sagte, Lehrensucher Joe habe nach euch geschickt. Ihr solltet euch mit ihm treffen. Vielleicht hat er euch ja was Wichtiges zu sagen. Der Grummel sagte, er sei in Einfass Richtung Norden. Oh Gott, das ist ja jetzt schnell und sauber. Überall, in alle Himmelsrichtungen, oder? Oh ja, hier, hier, nein, das haben wir schon länger. Da, da. Da, hier unten und da hinten. Dann würde ich sagen, wir gehen als erstes hier hin. Weil da waren wir schon und dann können wir uns ja hier so ein bisschen rumarbeiten. Damit wir so nach und nach alles erobern, in Anführungsstrichen. Was ist hier hinten? Bei Bienen über die Brücke. Da gibt es nochmal so ein kleines Fischerdorf oder sowas. Endlerski, da ist er doch. Oh. Sieht aber nicht gut aus hier auf dem Boden. Ihr seid herzlich. Sie haben mir meinen Sohn genommen. Sie haben mir meine Sachen genommen. Ich habe alles verloren. Was hat denn dieser Jinyu nur so verändern können? Hm, was ist denn passiert? Familie. Mein Sohn, Freunde, Sie haben mir meinen Sohn genommen. Könnt ihr mir helfen? Diese Dinge sind die wichtigsten. Jetzt erzählt mal ganz ruhig, was passiert ist. Immer mit der Ruhe. Mein Sohn, könnt ihr meinen das Sohn Leben suchen? Sollte genossen Als die Jinyu angegriffen haben, rannte er verwirrt weg. Weiß nicht, ob sie ihm etwas angetan haben, geschweige denn, ob er überhaupt noch lebt. Wenn ich ihn nicht finden kann, ist alles egal. Ich würde Mai fragen, sie hier. Aber mit ihr stimmt irgendwas nicht. Seit dem Angriff scheint sie so impulsiv zu sein. Ich kann einfach nicht darauf vertrauen, dass sie ihn sicher zurückbringt. Möget ihr eure Leidenschaften beherrschen. Natürlich liegt die oberste Priorität darauf, meinen Sohn zu finden. Wenn wir uns selbst aber nur retten, um zu verhungern, was hätten wir dann am Ende erreicht? Bitte, ich brauche euch, um einige der Vorräte wieder zu beschaffen, die die Jinyu unserer Karawane geraubt haben. Familie, ja, das schaffen wir so nebenher. Essen, diese Dinge sind die wichtigsten. Mit der Schwertmeisterin stimmt was nicht. Ihr Blick ist von einer Düsternis erfüllt, die von Badaren ganz untypisch ist.
Ich glaube nicht, dass ich jemals so wütend war. Och, dieser Verrat. Ich schlug sie zurück, als sie angriffen, und konnte sogar ein paar von ihnen erledigen. Aber Händler Shi ist ein solcher Feigling, dass er mir nicht erlaubt, sie zu verfolgen und meine Arbeit zu Ende zu bringen. Ihr werdet es für mich tun. Ihr werdet sie alle ausschalten. Bleibt konzentriert. Muss ich eh, wenn ich die Sachen einsammeln möchte. Hier ist noch jemand. Ein Wassersprecher, aber das ist doch auch ein Jinyu. Meine Leute sind verderbt. Aha, deswegen. Shai Hu, ein Krieger aus der Gegend, hat zuerst von dem vergifteten Wasser getrunken. Er wurde stärker und mutiger. Dann drängte er die anderen, es ihm gleich zu tun. Ich habe sie davor gewarnt. Ich habe Gefahr gespürt und Verderbnis. Okay. Es herrscht große Uneinigkeit am Tintenkiemenweiher. Der Älteste, Shai Hu, hat von scharverderbtem Wasser des Weihers getrunken und die anderen gezwungen, es ihm gleich zu tun. Als ich protestierte, hat Orachi von der Stadtwache meinen Ritualstab konfisziert und mich verbannt. Nun bin ich nicht nur im Exil, sondern kann überdies auch nicht mehr mit den Wassern reden, die mir einst Rat spendeten. Ich bin kein Kämpfer, aber ihr? Vielleicht könnt ihr ja Orachi meinen Stab entreißen. Ihr findet ihn in der Stadt nördlich von hier. Nehmt bitte den Segen der Vorfahren an. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was ich euch ohne meinen Stab geben kann. Er wird euch helfen, über den Weiher zu kommen. Ja, da ist eine schöne Straße eingezeichnet. Nicht alle meiner Mitbürger von Tintenkiemenweiher sind verderbt. Viele von ihnen haben auf meine Warnungen gehört und nicht von dem wasserverderbten Schar getrunken, von dem scharverderbten Wasser getrunken. Jedoch leben sie nun in Furcht und müssen sich verstecken, da sie von den Wachen eingeschüchtert werden. Bitte sagt ihnen, dass es noch Hoffnung gibt. Reist in das Dorf im Norden, sprecht mit ihnen und schickt sie zu mir. Na okay, dann retten wir mal, was noch zu retten ist. Wir können jetzt über Wasser laufen. Er hat uns einen Buff gegeben. Segen der Tintenkiemen. Okay. Schnetzeln, einsammeln, befreien. So wie eigentlich gerade schon bei den Yaungol. Nicht viel anders. Außer, dass die viel schneller umfallen. Ja, sind ja auch nur in Anführungsstrichen Priester. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da kann man nichts mitnehmen. Ist da was? Nö. Eure Wut die Waren. Nährt mich. Ich fall ja ewig schnell um. Da los. Ich meine, ich habe zwar eine neue Waffe, aber sie reinhaut. Das sieht doch aus wie Waren. Da kann ich aber nichts mitnehmen. Boah, was sind das für Waren hier? Ihr gehört nicht zu uns. Na sowas, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wäre mir gar nicht selber aufgefallen. Na, hier drin ist ein Gefangener, ein Dissident. Der Rechtssprecher lag richtig. Sie sind wahnsinnig geworden. Ein Dissident. Es gibt immer noch Hoffnung. Gorai ist noch am Leben. Im Süden. Geht. Ihr seid sehr mutig, ich danke euch. Und lesen können wir auch was. Oh, wir haben eins komplettiert? Ja, entdeckt jedes der Jinyu-Geschichtsobjekte. Die Jinyu leben in einer strengen Kastengesellschaft, wie sich klar auf diesen Steintafeln mit Namen erkennen lässt. Die Eier werden schon früh entsprechend der Bedürfnisse der Gesellschaft aussortiert. Viele Jinyu werden als Arbeiter eingestuft, die fleißig Dämme und andere Strukturen errichten. Andere werden zu Handwerkern bestimmt und unterziehen sich sofort nach dem Schlüpfen einer strengen Lehre. Nur Krieger und Priester bekommen die meiste Nahrung und den besten Unterschlupf. Und nur die erfolgreichsten Priester können zu Ältesten oder Wassersprechern aufsteigen. Den Kasten der Jinyu ist Einmischung untersagt. Die Eier werden schon früh entsprechend der Bedürfnisse der Gesellschaft aussortiert. Das heißt nicht, sie sind dann nicht quasi so nach dem Motto, ja, ihr seid jetzt in diese Familie reingeboren, beziehungsweise ihr
die Eltern sind in der Kaste und haben die Eier gelegt und dann sind die halt auch passend zu der Kaste, sondern man nimmt die Eier und sagt, oh, dieses Ei wird ein Gelehrter, dieses Ei wird ein Krieger werden. Egal, was vorher war, woher das Ei kommt. Ist das so? Das ist ja fatal. Finde ich. Aber wir haben noch keine. Wo haben wir viel Quests? Ach so, ja, weil wir überall hingeschickt wurden. Wir haben noch keine gestohlenen Sachen gefunden, ne? Ah, da vorne. Der Rechtssprecher lag richtig. Sie sind wahnsinnig geworden. Borei lebt. Ich werde ihn suchen gehen. Vielen Dank. Werde euch vernichten. Wer hier wen vernichtet, hä? Huh? Ja, guckt mal, hier hat es ganz viele Waren. Entweder hat sie drüben schon einer eingesammelt oder einfach, weil alle Spieler, die hier questen wollen, direkt an denen zuerst vorbeikommen, sind sie alle hier jetzt. Oh, das ist Orachi. Dem sollen wir den Stab abknüpfen. Ja, also. Ach, da ist er versteckt. Ich denke gerade, hä? Hier ist doch ein Fragezeichen. Aber hier ist niemand. Das ist der Sohn, ne? Wu Peng. Seid gegrüßt. So schrecklich. Als ich das Morden sah, bin ich einfach nur gerannt. Mein Vater. Mai, sind Sie am Leben? Ah, sind Sie. Sie haben überlebt. Mein Vater ist am Leben. Ich dachte, wir würden alle hier in diesem schrecklichen Weiher durch die Hände dieser wahnsinnigen Jinyu sterben. Ich werde selbst zurückfinden. Trefft euch mit mir beim Lager. Keine Eile. Okay, bis gleich. Und lauf hier nicht direkt durch die... Also gut, Rückler, ich bin bereit. Schon gedacht, läufst du jetzt doch hinter mir her? Nö. Oh, da unten hat es ein Rad. Den snacken wir uns gleich, wenn nicht einer schneller ist als wir. Ja, hier? Ne, hier drin. Dann machen wir erstmal den hier weg. Da, Zahl der Verstoßene. Und der da? Ach, das ist wieder dieser Oachi. Ich muss den auch erst wegmachen, sonst kommt der mir auch in die Quere. Der ist ja auch so ein bisschen stärker als die anderen. Und dann können wir uns an dem mal versuchen. Oh, und der geht eigentlich auch. Halt respawn hier, weil das ganze Dorf war leer, als wir ankamen, weil halt schon gerade jemand da war. Und jetzt... Ach, das ist wieder so einer. Okay. Aber eigentlich kann man das auch unterbrechen. Wobei dieser komische Wirbel noch viel schlimmer ist, den die da so machen könnten. Jo, easy peasy. Oha, so viel Fäden und Perlen und bla. Aber wir sind mit allem fertig. Wir können zurück, ne? Viele, viele, viele Quests. Die müssen ja jetzt 1, 2, 3, 4, 5 eigentlich schon wieder ein Level abgeben. Ah, ihr habt den Stab gefunden. Ein uralter Stab, mit dem die Seelen der Tintenkiemen an ihre Perlen und damit an den Weiher gebunden werden können. Gut, dann können wir dieses Problem vielleicht doch noch lösen. Obwohl wir nicht viel herzumachen scheinen, weiß ich aus dem glücklosen Anfängen, dass wir es schaffen werden. Danke, meine Freundin. Sehr schön.
Eure Augen verraten, dass ihr viel Sohn, reist. Geht es dir gut? Ja, wie du siehst, hatte ich Hilfe, hierher zurückzufinden. Okay, jetzt ist auch die Quest erledigt. Immer mit der Ruhe. Ihr habt ihn gefunden. Das ist alles, was ich euch geben kann. Aber indem ihr meinen Sohn gefunden habt, habt ihr es euch mehr als verdient. 52 Gold. Möge der rote Kranich für immer die Vorräte gefunden? Danke, jetzt endlich können wir was essen. Familie, Freunde, das Wichtigste, wir können endlich was essen. Diese Dinge sind die wichtigsten. Es ist befriedigend zu hören, dass unsere Feinde tot sind. Vielleicht könnt ihr eine der Waffen meines Leibwächters brauchen. Wart den Frieden. Okay, er hat noch was? Schon als ich zum ersten Mal aus dem Fluss stieg, wusste ich, dass es mir beschieden war, Wassersprecher zu werden. Ich dachte, die Eier werden schon vorher aussortiert. Egal. Ich wurde viele Rituale gelehrt und alle von ihnen habe ich schon durchgeführt, außer einem. Es gibt ein sehr altes Ritual, das für eine Zeit gedacht war, wenn sich unser Volk je gegen uns wenden sollte. Ja, das passt doch jetzt perfekt. So etwas muss sich in der fernen Vergangenheit unseres Volkes ereignet haben, denn solange die Erinnerung unseres Dorfes zurückreicht, ist das niemals nötig gewesen. Jetzt ist wohl die Zeit dafür gekommen. Bin bereit, beginnen wir mit dem Ritual. Ich habe dieses Ritual noch nie durchgeführt. Ich weiß nicht, was genau passiert. Das wurde seit Urzeiten überliefert, aber niemand von uns musste es je einsetzen. Oh Gott. Ach, was ist ja schön. Guck mal, hier sind die ganzen Waren, die wir gesammelt haben. Sehen wir einmal, ob es ausreicht, um die Seelen meiner Leute von der Verderbnis zu läutern. Aber das sind doch die Toten. Es hat funktioniert. Es hat... Was ist denn jetzt mit ihr? Was ist passiert? Was ist das? Ah, der Hass aus der Mai gehüpft. Ich fühle mich viel ruhiger. Was ist passiert? Sie weiß gar nicht, was mit ihr passiert ist. Ein Biest brach aus euch heraus, als ich das Ritual begann. Rückla hat es getötet. Ich habe eine Präsenz, einen brennenden Schmerz und Wut in meiner Seele gespürt. Es muss dieses Ding sein, was die Dorfbewohner kontrolliert. Ich weiß jetzt, was wir tun müssen. Oh, da müssen wir irgendwo ein Schar austreiben, ein großes. Jetzt verstehe ich, dass dieses Ritual fortreißt, was auch immer die Geister dieser Kreaturen kontrolliert. Jetzt weiß ich, was wir tun müssen. Es hat sich vor kurzem im See Bereiche mit der trüben Substanz gebildet, die auch aus Mai herausgekommen ist. Stimmt. Da hinten hat man das da sieht man das so ein bisschen. Ich werde mit euch dorthin reisen, weist mir dann die Bereiche der Verderbnis, die ich reinigen soll. Ihr müsst euch um alles kümmern, was auch immer herauskommt und mich schützen, solange ich das Ritual vollziehe. Okay, wir können jetzt auf dem Wasser laufen. Dann können wir da hingehen. So ein paar Gegner haben wir noch. Die uns eventuell von abhalten könnten. Die wir gleich beseitigen. Und dann gucken wir mal, was da raushüpft. Guck mal hier. Wie mache ich das jetzt, dass ich... anklicken. Bereitet euch darauf vor, das zu besiegen, was immer... da herauskommen mag. Ein kleines Schar. Also ein komischer Rest. Oh. Ist der See gereinigt? Ich weiß nicht, wie viele muss ich denn... Ach, man, diese blöden Wasserläufe, die nerven ja tierisch. 6 Stück. Die haben die extra hier hingepackt, damit man dann immer noch ein bisschen mehr zu tun hat. Als nur hier ein kleines, verderbtes Wesen. Ja, mach.
schafft ihr auch beide. Kochende Wut. Also hier geht es tatsächlich um die Wut. Ja, sag mal, die spawnen aber schnell. Ich glaube, wir haben ja hier gleich auch nochmal eine Pfütze. Ja, guck. Ich glaube, ich gehe woanders hin, wenn der da dauernd wiederkommt. Da vorne ist keiner. Geh mal ein bisschen hier rüber. Nervt. Dragonen. Ich hab schon gedacht, da kommt gar nichts raus. Und diese Häuser haben sie eigentlich richtig schön gemacht, ne? Von den Jinyu. Okay. Zwei brauchen wir noch. Ja, Meier, ich kann fühlen, wie die Verderbnis schwindet. Zumindest diese Verderbnis wird sich jetzt nicht mehr verbreiten. Aber es gibt noch was, was wir tun müssen. Ich kann die Stimme des Weihers hören. Er wurde gereinigt. Aber dieses Kapitel in der Geschichte meines Volkes wird nie abgeschlossen sein. Nicht, bis wir Shai Hu besiegt haben. Er hat sich auf die Insel in der Mitte des Weihers zurückgezogen und verdirbt die heiligste unserer Stätten. Vorsicht, er ist stark. Aber nach allem, was wir getan haben, vertraue ich darauf, dass wir stärker sind. Der Verderber der Tintenkiemen Jinyu, er muss sterben, wenn sie erlöst werden wollen oder sollen. Okay, hier auf dieser Insel. Oh ja, da kommt auch der ganze Schnodder schon hier reingelaufen. In den Teich. Heiligtum des Wassersprechers. Oh ja, guckt mal, da krabbeln die auch schon so rum. Und zwar ziemlich flott. Wir kriegen die gar nicht tot. Aber ich fliege da drüber. Kann es dann spawnen und überhaupt kein Loot geben. Dann machen wir das einfach so. Da liegt aber nur seine Leiche. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen auf Respawn warten. Da ist er schon. Oh, der ist sogar Elite. Was ihm aber nicht viel hilft. Der. Eure schwachen Angriffe bedeuten gar nichts. Der Tod eines explosiven Hasses zerstört. Okay, das heißt. Ist das ein explosiver Hass? Ja. Aber. Doch, ich wollte gerade sagen, das müssten wir ja bei ihm machen, sonst berührt er ja den Schild gar nicht, aber. Das hat sogar so gegolten. Ich fühle etwas. Ist das Frieden? Ich werde zu den Flüchtigen zurückkehren. Trefft euch mit uns dort, damit wir uns angemessen... Damit wir euch angemessen danken können. Ah, der Hass überwältigt mich. Nein, das kann nicht sein. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Er ist tot. Ihr habt es geschafft. Und wieder kein Loot. Ganz viele haben überhaupt kein Loot. Oh, guckt mal, jetzt sind gerade ganz viele von den Dingern auf dem Wasser gespawnt. Waren gerade noch gar nicht da. Danke, Rückler. Ihr habt sichergestellt, dass seine Verderbnis sich nicht weiter verbreitet. Und dass meine Leute, diejenigen, die nicht verdorben worden sind, weiterleben und ein neues Dorf gründen können. Unsere Geschichte wird weiterleben. Ihr habt mehr für uns getan, als wir uns je erhoffen könnten. Vielen Dank. Der Tintenkiemenweiher. Leute, hier ist sie, diejenige, die den Tintenkiemen neues Leben geschenkt hat. Vielen Dank nochmal. Euer Name wird in unsere Geschichte eingehen. Ja, danke. Ein Hoch auf Rückler. Dann haben wir ja dieses Dorf jetzt schön befreit und können weiterziehen. Oh, hier ist noch ein... Hier ist noch was zum Lesen in der Höhle. Das könnten wir eigentlich gerade mal noch suchen. Und dann ziehen wir weiter nach Norden. Der Trotzkopf. Die Saurok waren ursprünglich mit der Aufrechterhaltung der Ordnung
an den fernen Grenzen des Reiches der Mugu beauftragt. Es entwickelte sich eine saurockische Kultur der Überlegenheit. Und ihr denn hier? Und der Abneigung gegen Schwäche, die vom Ego der Mugu-Meister angeheizt wurde. Bald begannen Saurock-Wachen eben die Leute auszuplündern, die sie eigentlich bewachen sollten. Sie verweigerten den Gehorsam und wendeten sich gegen ihre eigenen Mugu-Kommandanten, wenn sie mit der Kriegsbeute unzufrieden waren. Kaiser Dojan antwortete auf traditionelle Mugu-Art: Allen Saurock im Tal der ewigen Blüten wurde die Seele herausgerissen und das gleiche Schicksal sollte auch den noch im Einsatz befindlichen Legionen blühen. So begann die große Reinigung. Hat aber doch nichts gebracht, oder? Die Saurock leben trotzdem weiter. Hier ist auch irgendein gruseliges Ritual im Gange. Und in dieser Höhle gibt es übrigens auch ein Szenario dann später. Vielleicht hat das tatsächlich mit diesem Ritual was zu tun. So, wir sollten nach einem weiteren Bauernhof schauen. Eine Jagdsalberei. Moschuspranker. Hier ist eine Jagdwaschstraße. Das ist auch süß. Hallo, guten Tag. Sprecht. Seid ihr hier, um meine Jagd zu klauen? Nee. Wenn ja, dann macht euch drauf gefasst, dass ich euer Gesicht verarbeiten werde. Nein, wir sollen hier helfen. Möge der weiße Tiger überall. Was? Machen. Wer zum Henker seid ihr? Was wollt ihr hier? Ach, ihr wollt helfen? Ja, sag ich doch. Auf Wiedersehen. Was zur Hölle seid ihr denn? Eine Jägerin? Nie gehört. Seid ihr hier, um zu helfen oder um mir meine Jagd zu stehlen? Hört mal, wenn ihr mir schon unbedingt helfen wollt, dann seht zu, ob ihr nicht meinen Jungen findet. Er wurde von einer Horde Geister geschnappt und weiß wahrscheinlich nicht mal, dass wir den Hof verloren haben. Sie haben ihn zum Witzboldwinkel im Südosten geschleppt. Rettet ihn und ich werde sehen, ob ich eine Belohnung für euch auftreiben kann. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr wirklich helfen möchtet, könntet ihr mir einige Nadeln von den Waldgeistern im Witzboldwinkel besorgen. Die Grummel glauben nur an Glück, dass sie auch riechen können. Genug davon. Ich hoffe, die Mantis kommen und zerren euch Jaungold zurück. Hinter die Mauer. Ja, vielleicht über die Mauer. Bleib mal stehen, ich bin noch nicht fertig. Die Grummel glauben nur an Glück, dass sie auch riechen können. Sie zahlen besser für Jags mit einem frischen Nadelgeruch. Sammelt 100 geruchsintensive Möge der weiße Tiger über euch wachen. Geisternadeln. Da hinten in der Höhle. Ah, hier draußen auch. Fangen wir doch da schon mal an. Hör mal, 100 sammeln sollen, das sind ja eh so viele. Ah ja, okay. Wir müssen ja erstmal in die Höhle kommen. Da wuselt's ja nur so. Aber sie fallen auch sehr schnell um. Und ganz im Innern der Höhle, oh nein! Hängen sie an dem Sohn, das müsste doch der Sohn sein. Die auch? Ja. Willkommen. Danke für die Rettung. Möge die Jadeschlange. Mein Vater ist einfach verrückt. Ich liebe ihn, aber er ist nun mal verrückt. Diese Jaungolle haben unseren Hof vollständig auseinandergenommen und unsere Jagd in alle Windrichtungen vertrieben. Aber wie ich meinen Vater kenne, wird er sich in dem Kampf gegen die Jaungolle stürzen, um die Jagd zurückzubekommen. Könntet ihr uns helfen und einige der Jags zusammentreiben, damit mein Vater keine Dummheiten anstellt? Treibt sie einfach rüber zur Jagdsalberei, damit wir sie sauber machen und an die Grummel verkaufen können. Mögen euch die Was sagt er mir hier drin? Danke für die Rettung. Bis nachher in der Jagdsalberei. Hier muss es noch irgendwie einen Schatz geben. Ich sehe aber nichts. Hier.
Es könnte aber sein, dass man das nur öffnen kann, wenn man eine bestimmte Klasse hat. Moment. Also ich sehe zumindest hier jetzt... können wir mit Tufi rausreiten? Da unten hat was geglitzert, aber ich glaube, das war nur sowas, was wir getötet haben. Auch wenn wir jetzt keinen Schatz mitgenommen haben. Da muss ich nochmal nachschauen. Bei Gelegenheit. Oh, danke, Tufi. Dann werde ich mal noch ein paar mehr von deinen Kollegen hierher treiben. Damit man die wieder hübsch machen kann. Für die Grummel. Naja, und die Nadeln haben wir natürlich auch. Der mag auch gleich duschen. Süß. Und dann glitzert er wieder. Sauberes Jagd. Was braucht ihr? Ah, geht doch nichts über den frischen Geruch von Nadeln. Ihr habt mir zu einem schönen Bonus verholfen. Diese Nadeln zu besorgen ist harte Arbeit, aber eine gute Investition. Bevor wir die Jagd zum Markt bringen, bitte nehmt dies hier für eure Mühe. Genug davon. Dankeschön. Oben ist eins. Okay, auf dem dürfen wir sogar reiten. Hilfe, schnell weg. Und auch gleich duschen? Ah, Mann, was für ein Dreck. Seid ihr sicher, dass ihr nicht auch eine Wäsche möchtet? Ende weg von meinen Jags. Im Moment scheinen die Eindringlinge der Jaungol noch damit zufrieden zu sein, Jags zu stehlen. Wenn ihr das Gebiet näher untersucht, werdet ihr jedoch feststellen, dass sie leicht jederzeit zur Jagdsalberei weitergehen könnten. Das Ausdünnen ihrer Reihen würde den Jaungol vielleicht zeigen, dass dieses Gebiet gesichert ist. Zumindest kurzfristig. Ich meine, irgendwann ziehe ich weiter und dann... Oh, wir haben noch was gefunden. Auf diesem schon reichlich abgenutzten Schmuckstück befinden sich zahlreiche Liebesbekundungen der verstorbenen Frau Moschuspranke. Vielleicht hätte Lau das Schmuckstück seiner Frau gerne zurück. Da, guck mal. Sprecht. Bis zum nächsten Mal. Oh, was haben wir denn da? In diesen einfachen Armreif kann ich doch mal stehen. Hm? Bis zum nächsten Mal. In diesen einfachen Armreif sind Symbole der Liebe und Zuneigung eingeritzt. Auf Wiedersehen. Einen wahren Wert erkennt man erst durch einen Verlust. Ich habe meine Frau schon vor ein paar Jahreszeiten verloren, aber heute ist der Tag, an dem mich ihr Lächeln am meisten trösten würde. Zumindest muss sie nicht sehen, was diese Jaungol auf ihrem geliebten Hof angerichtet hat. Genug davon. Ich halte das nicht mehr aus. Meine Frau... Gesegnet sei sie, steckte ihr Herz und ihre Seele in diese Ranch und machte sie zu dem, was sie heute ist. Diese Jaungol haben da einen Führer, der unglaublich arrogant und was auch noch alles ist. Ich werde euch großzügig belohnen, wenn ihr ihm dieses arrogante Grinsen aus seinem dreckigen, stinkenden, nichtsnutzigen Gesicht prügelt. Er zieht die Wendigkeit eines Jags der Stärke eines Muschern vor. Ja, das merkt man. Ein Angstmeister. Bis zum nächsten Mal. Dem zeigen wir mal, wo der Hammer hängt. Hä? So, aber wenn man die Jags nach Hause reiten muss, ist der das Jag los, wenn wir den jetzt runter... Ah ja, aber es haut ganz schnell ab. Ah nein, okay. Ich wollte eigentlich wissen, ob wir dann auch auf das Jag sitzen können und es zurückbringen, aber nein. Über der Burigli. Klingt irgendwie Schweizerdeutsch. Springen. Aber das finde ich cool, dass die wenigstens da diesen Charge haben. Das ist klasse. Jetzt schaffen wir es selbst. Naja, aber so ein paar muss ich euch ja schon noch bringen, ne? Da ist noch eins. Oh, hier sieht's aus. Da steht der Angstmeister.
Da war der Angstmeister. Jetzt brauchen wir noch ein paar Jaungol. Und dann haben wir es hier auch schon geschafft. Nicht so eilig. Was sagt er? Auf Wiedersehen. Wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, wie wir die Grummel weiter mit Jax versorgen sollen. Ja, ich helfe dir doch davon. Schon. Bin euch wirklich sehr dankbar, dass ihr ein paar dieser Jaungol für uns erledigt habt. Ich hoffe, dass diese kleine Demonstration eure Stärke reichen wird, um sie davon abzuhalten, zu uns zu kommen. Möge der weiße Tiger über Juhu, euch wachen. Ich wusste, ein Ork wie ihr ist zu etwas zu gebrauchen. Es muss einen befriedigenden Bums gegeben haben, als er auf dem Boden aufgeschlagen ist. Auf Wiedersehen. Ja, so ungefähr, zumal er ja hoch zu Jack saß. Hallo. Gut gemacht, Fremde. Hoffentlich bekommen wir gutes Geld für sie, damit wir einige der Schäden kompensieren können, die die Jaungol angerichtet haben. Keine Ach, ganz Angst. Bestimmt. Ich habe nicht gelogen, als ich über eure Belohnung sprach. Hier, bitte führt diese Jags zum Karawanenführer 8 Groschen. Ihr findet ihn auf dem Grummelbazar westlich von hier. Er wird für sie bezahlen und euch auch einen kleinen Lohn für die Lieferung geben. Er ist von kleiner Statur, aber unser größter Kunde. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr die Jags verlieren solltet. Meistens laufen sie dann sowieso wieder direkt hierher zurück. Aber natürlich erst, wenn sie gewaschen sind. Bringt die gewaschenen Jags zu 8 Groschen. Die nächste Wunde geht auf mich. Okay, die laufen jetzt tatsächlich hinter mir her. Kann ich auch reiten oder gar fliegen? Was machen die dann? Ich reite mal sicherheitshalber. Irgendwo da oben. Ah, im nächsten Dorf. Sehr gut. Auch eine Möglichkeit, einen zu sagen, geh mal ins nächste Dorf, da warten die nächsten Quests auf dich. Also öfter machen sowas. Wobei, man hat ja dann schon immer so eine Brotkrumen-Quest, die einen dann so hinschickt. Aber da ist auch noch so ein Dorf, in dem wir noch nicht waren, ne? Wo müssen wir denn hin? Hier? Oh nein, wilde Tiere. Ich muss auf meine Jagd aufpassen. Der Grummelbazar. Oh, ich kann das Glück eurer Jags von hier aus riechen. Kommt, Jägerin, ich will euch etwas als Ausgleich geben. Ja, die Tiger wollten auch etwas als Ausgleich, dass ihre Jags jetzt nicht zu Puder wurden. Gauner ist hier. Was macht der denn hier? Na, sowas. Was ihr wolle. Hula-Wackelpuppe. Eure Wut nährt. Ja, normalerweise gehört er nämlich nach Shadrath. Seid vorsichtig, Mann. Ah, Glücksbringer kommt zum großen Grummelbazar. Hm? Ich rieche viel Geld an unserem Treffen. Man nennt mich 8 Groschen der Glückspilz. Hab Namen für meinen größten Glücksbringer. Im stärksten Geruch von Glück ab. Da ist er natürlich genau richtig mit Glücksbringer. Was ist ein Glücksbringer? Ein Glücksbringer nun, das ist Person, Ort oder Ding mit großem Glück und viel Geld. Größtes Kompliment von Grummel ist, wenn man Glücksbringer genannt wird. Oha. Normalerweise Glücksbringer haben besonderen Geruch. Grummelnasen finden Glück gern durch seinen Geruch. Okay, und was ist ein Grummel? Aber wir sind die Grummel. Die Fähren über die Berge, die Packer der Pfade, die Führer durch die Berge und die Lieferer von Vorräten. Wir sind die Leute, die dafür sorgen, dass Verteidiger der Mauer satt werden, und wir sind die Leute, die Jutepfad bereisen seit Zeiten der Mogu-Dynastien. Wir haben auch beste Nasen zum Aufspüren von Gold. Nein, von Glück. Noch besser als Gold. Lebt wohl. Willkommen auf dem Grummelbazar. Na, ah, ich kann das Glück von hier aus riechen. Die Moschuspranken haben immer gute Jags zum Verkauf. All unseren Freunden viel Glück.